Wieder noch Zeit. Und bei Ihnen noch was versuchen. Keine Übereinstimmung, verdammt. Das passt auf keinen. Eine Sache könnte vielleicht sollte sie besser untersuchen, die Dinger, die ich in der Hand habe. Kannst du mich hören? Dein Tagebuch, Rupert. Es ist verschlüsselt. Ich muss sehr wissen, was drin steht. Tagebuch könnte echte Schlüssel sein. Zu R9. Heruntergeladen. Oha. Das könnte echt Gold wert sein. Tagebuch. Erstes, der Ritter wird uns befreien. Vögel sind meine Freunde, die Vögel mögen mich, sie beschützen mich. Sie geben mir Sicherheit. Ich sehe sie an und empfinde Frieden. Der Android heute hat von Jericho gesprochen. Er sagte, so Leute sind dort frei. Ich soll zur U-Bahn-Stadt zum Fernteil gehen und alte Docks suchen, meinen alten Fracht namens Jericho. Liegt viel an den Vögeln, um zu Jericho zu gehen. Fliegen muss, gehe ich dorthin. Aha, Jericho. Wir wissen, wo Jericho ist. Hier hat wohl jemand rumgeschnüffelt. Scheiße. Drück den Alarm, schnell! Wir sind noch nicht raus, oder? Bluthund. Markus, mach dich gefasst. Connor weiß, wo Jericho ist. Es freut mich gar nicht, dass ich Erfolg habe. Oha. Stark, mit der Mandarinengräber besuchen. Da hätte man noch was anderes machen können. Scheiße. Am Polizeirevier. Fowler und Hank streiten. Jerichos Position unbekannt. Genug Beweismittel. Hank gibt auf und geht. Das... Da habe ich Angst drum, dass der jetzt hier aufgibt. Pilkins trifft einen, Hank ist tot. Gefangene befreien. Ich Ablenkung, Sorgen, Schlüsse nehmen, schnell in den Keller. Gavin schreit. Ruhig antworten. Hat geschrien. Gavin ist überzeugt. Runter in den Keller gehen. So, das war wer anders. Also Wartenkammer, Hanks Passwort raten, Beweise freischalten. Ich habe ja fast alles hier gesehen. In vorigen Szenen gestorben. Griff und Carlos Anduin. Hier hätte noch mehr sterben können wahrscheinlich. Selbstmord beginnen das Nest. Ruperts Körper. Dennis Körper ist wohl irgendwo anders gekommen. Gefunden das Nest, das Tagebuch, gefunden Partner. Wenn wir das da nicht gefunden hätten, das Tagebuch, dann wären wir hier nicht weitergekommen. Start von Carlos Androiden. Das, da haben wir nichts rausgefunden, da hätte es wahrscheinlich auch noch was gegeben. Getöteten Aiden Club, die beiden Tracys, Max Übertragung. Das ist jetzt das Tagebuch, habe ich schon richtig gedacht, dass da Hinweise drin sind. Tagebuch analysieren, Jericho finden, Killer verlassen, Connor ist Pilkins ausgewichen. Gibt es noch zwei Endings, wo den Killer nicht verlassen und wahrscheinlich nicht ausgewichen wären, wenn ich nochmal gestorben wären. Oha, da bin ich ja gespannt, wie es hier mit Connor weitergeht, ob der dem Markus noch in die Wege kommt, ob es da
die zwei Charaktere sich noch treffen. Mit Kara weiß ich gar nicht, mit Kara und Alice, wie die dann noch, ob alle drei Charaktere irgendwie aufeinander treffen können. Sieht momentan nicht danach aus. Kara und Alice sind eher über die Grenze unterwegs, während Markus im Land hier den Aufstand macht, die Rebellion anführt. Und Connor ist gerade direkt auf dem Weg zu Markus. Da bin ich mal gespannt, was das noch wird. 19. Mai 2038. Das sind nur dabei, Kira. Und Alice und Luther. Und der Frau, dessen Namen ich vergessen habe. Wir schauen uns um. Schauen wir aus dem Fenster. Sie haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Oha. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Da haben sie alle einen Grund zu. Alles wird gut. Wir sind fast da. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Was schon bei dem ein kleiner Satz? 2/3 der Streitkräfte. Wie kann das passieren? Okay. Hat das Bild kurz gegangen, weil es in die Story-Sequenz wollte. Noch in der Bewegung war. Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Markus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Wir treffen die drei doch noch aufeinander. Es ist nicht viel. Vielleicht. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Und seid vorsichtig. Pass auf sie auf. Na los, Leute. Nichts tut er lieber. Wir müssen einen Bus kriegen. Auf nach Jericho. Okay, wie war das nochmal? Das war doch hier irgendwo, oder? Die Hinweise. Treffen Kara und Connor vielleicht gleichzeitig ein. Oh, das wird spannend. Kara, Connor und Markus auf einem Fleck. Sie ist schon da. Los und die Jericho. Ich
spielen wir Connor und Carol. Sorry für das Rücken. Mein PC hat ein bisschen. Mein PC hat echt gerade schwer. Hier gibt's echt einen Aufstand. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie jagen die Polizei und. Ein Warmort für alles. Schlachteten sie ab! Diese Dinger sind Monster! Monster, sag ich dir! Nach der Androiden-Krise und der Neutralisierung aller Militär-Androiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee breitete. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Das ist doch warm aus. Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Bleib bei ihr. Ich such diesen Marcus. Der letzte Bus fährt in 2 Stunden. Und der Bahnhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara. Ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Sie wirst du nicht hören. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Bin gut. Ach, Kara. Bleib bei Alice. Sie will es einfach nicht hören. Finde den Abwechselanführer. Da haben wir Connor. Das wird spaßig. Ohne jeden Zweifel werden die Behörden mit Das ist unauffällig. Diese Fälle der Gewalt reagieren. Wir müssen etwas tun. Beide wollen zu Markus. Wir können uns doch nicht einfach so abschlachten lassen. Erstmal lesen. Raus in Detroit. Alle Androiden sollen vorsorglich zerstört werden. Ja. Einfach zerstören. Die Situation ist extrem alarmierend. Wie ein Terror in Detroit. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepackt. So, Androiden. Das wiederholt sich doch jetzt. Schlachteten sie an. Diese Dinger sind Monster. Monster, sag ich dir. Nach der Androidenkrise und der Neutralisierung aller Militär-Androiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Sprengstoff im Frachter. Himmel hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Okay, auf zu Markus. Liz Cornwall forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs. Du bist verwirrt. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Nein, nach Markus. Kill kommt zuerst an. Kam es in Detroit zu einem massiven Ausbruch von Gewalt. Mehrere hundert Androiden zogen durch die Straßen, hinterließen eine Spur der Verwüstung und bedrohten das Leben der Anwesenden. Finde Markus. Würde man sagen, da lang. Die Polizei reagierte schnell auf diesen Aufstand, traf aber auf extrem gewalttätige Maschinen. Die werden auch anders schön. Gewalttätige Maschinen. Nur weil sie hier
nur bei dir angegriffen wurden. Wird das Land zu einem Stillstand kommen? Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier. In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hier bleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und ich brauche sie. So einfach ist das. Entweder sie oder wir. Wir müssen die Dinger zerstören, bevor sie uns alle töten. Wir haben das Ding mit Benzin angesteckt. Dieses Scheißding hat auf meine Kinder aufgepasst. Sie stimmen wieder, Conno. Da wird's lustig. Zug zu Alice. Ja, wow. Wer hätte das kommen sehen? Wer hätte es kommen sehen können? Wie überraschend. Was für ein Plot-Twist. Wie schon gesagt, sie schläft nicht, sie isst nicht. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Es war so offensichtlich. Sie wollte eine Mutter. Und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Ist doch immer noch dieselbe Person. Als alles andere dieselbe Roboter. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest. Und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist. Um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Android, Mensch. So ist hier im Spiel der Unterschied. Oha, stand sogar ziemlich dicht. Ihr Zug zu Alice, ich stehe direkt bei Alice. Ich würde jetzt gerne mit Alice sprechen, aber okay. Das ist Alice. Das ist eine andere Alice. Okay. Was denn sonst? Wir bleiben für immer zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Für Familie. Immer. Schöne kleine Roboterfamilie. Papa Luther, Mama, Kara und Alice. Kleine Alice. Thank you.
Connor hat es nicht geschafft. Schön für Markus. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären. Das ist ganz allein deren Schuld. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir sind. Ich will keinen Krieg. Aber ich bin lieber tot, als Sklave zu sein. Es war ein friedlicher Marsch, doch du wolltest den Kampf. Jetzt sind hunderte Menschen und Androiden tot. Man erntet, was man sät. Die Polizisten wollten den Kampf. Und vielleicht war mein Urteil getrübt von Wut. Aber ich tat das alles für unser Volk. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Dialog. Das ist der einzige Weg. Ich gehe allein und suche ein letztes Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Das wird tödlich enden. Sie töten dich. Vielleicht. Krieg ist keine Lösung. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Diplomatie war schon immer die beste Waffe. Leider ist das eine schwere Waffe. Schwer zu nutzen. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab, wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Eine Pistole ist leichter zu bedienen. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Nein. Ich bat ihn, es nicht zu tun. Und mir den Zünder zu geben. Eine schmutzige Bombe. Weg damit. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das kommt absolut nicht in Frage. Wenn alles schief geht. Kommt wir sollten absolut nicht in Frage. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Ich hoffe, du hast recht. Was immer morgen passiert. Krieg frei. Du sollst wissen, dass ich froh bin, dich zu kennen. Ich hab doch nicht ernsthaft drüber nachgedacht. Schmutzige Bombe zünden. Das ist absolut, 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 absolut keine Lösung. Romantiker. Ich gehe zu den anderen. Ja, sorry, ich fühle die Situation gerade absolut nicht. Gerade mit einer schmutzigen Bombe gedroht und jetzt küssen. Das ist, sorry, dass ich da dazwischen rede. Ich will dich nicht verlieren. Das ist gar kein bisschen romantisch. Irgendwie einen Kuss wollte ich hier geben. Das ist. Das passt zumindest. Oh, ein Connor.
Oha. Gut gemacht, Connor. Da sehen wir es endlich mal. Gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Wir sehen was endlich mal, dass das in seinem Kopf ist. Der doch nicht weiß. Lebend. Okay. Das wird nicht leicht. Halte Max auf. Oha. Ich soll dich lebendig abliefern. Jetzt kämpfe ich mit Markus. Okay. Es wird spaßig. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns. Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Zwing mich nicht, dich auszuschalten. Das doppelte Spiel. Wir sind auch dein Volk. Wir kämpfen auch für deine Freiheit. Du musst nicht länger ihr Sklave sein. Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Das endet nicht gut, Markus. Herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Das wird nichts. Das reicht jetzt! Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Hast du nie etwas Irrationales getan? Oh, als ob da etwas Markus in dir wäre? Flieh, solange du kannst. Vielleicht mehr als dein Programm. Entscheide dich jetzt. Bitte nein. Netter Versuch. Doch ich bin kein Abweichler. Sehr gut, Markus. Ich hätte Markus ungern erschossen. Wenn ich Connor spiele, muss ich das natürlich. Was ist los, Kara? Sam Jericho entdeckt. Schnell, wir müssen hier verschwinden. Wir haben keinen Pass. Na los, 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 los! Sie haben noch keinen Pass gefunden. Das fucking FBI. Wir ratten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Flieht ihr Narren. Der Korridor da drüben! Los, mir nach! Fliegt hier nach. Hier lang! Ich sehe nicht wo. Verdammt. Hier lang! Den weiter vorne muss ein Ausgang sein. Hier. Hier rein! Schnell! Oh Gott. Sie kommen von allen Seiten. Unsere Leute sind im Frachtraum. Das ist ihr Ende. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Markus. Wir können nichts mehr tun. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Markus! Es dauert nicht lang. Ghost Section. Agent War. So, runter hier.
ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Nein, nicht das Ende des Volks. Jericho wird untergehen. Das Volk nicht.